Ja, aber ich kann halt nicht. Polzi! Ja, geht klar, du! Wie hast du das? Warte, ich schalte die mal oben nach außen. So, da hast du. Musst du oben festhalten, oder wie du so ein bisschen festhalten kannst. Wo ist der Karabiner denn? Aber der Audi hat schon was. Also, aber Wartburg fahren heute mit offenem Schiebedach war auch geil, ne? Mhm. Bei dem Wetter. Hat schon geschockt. Bin gespannt, wie der läuft. Also, der soll ein bisschen ruckeln, wurde mir erzählt. Aber ich habe es ja auch nicht. Ich habe mich angeschaut, die Tour nach eh noch so machen. Aber der hat ein bisschen, bisschen unter dem Vierteltank. Da müssen wir reichen mit einem Zahn von der Handbremse. Mehr ist das gar nicht. Die Handbremse ist geil eingestellt. Fast schon zu hart in meinen Augen. Hier übrigens, hier guck mal, wer da steht. Marians Auto ist wieder da. Dreimal öfter raten, wieso? Anlasser. Jetzt habe ich Marian aber schon überzeugt, für einen neuen Anlasser kaufen, weil irgendwann können wir den einen Anlasser nicht mehr pflegen. Ich habe schon so oft repariert für sie. Daniel gab es nicht, aber viele machen Umbaus. Cabrio Trabi. Hab das Original gehabt. Trabi gab es von der Firma Ostermann. Die haben das mal gebaut. Also ist ein Umbau, ne? Aber es hat eine Firma gemacht. Hier, das ist der Anhänger. Übrigens, hier wurde gerade draußen lackiert. Das war nicht ich. Ich hab mich nur amüsiert, wo ich hier lang gelaufen bin. Ich denke, ich muss 1000 Euro dafür bezahlen. Ich sage es nicht, wer es war. Könnt ihr euch selber ausmalen. Ja, das ist so ein bisschen Leerlaufschwankung. Ganz minimal. Der Auspuff verklingt, ja, so. Ja, das gab minimale Leerlaufschwankung. Gut, das ist aber kalt. Mal gucken, wie er kommt. Also, ich weiß, dass er ruckeln soll. Ich habe bisher nur den gelben Temperatursensor getauscht, aber für euch alle, die das nicht wisst. Und es können halt nur zwei Sachen sein in dem Auto. Das hat einmal eine Landersonne und einmal diesen blauen Temperatursensor. Blau, nicht gelb. Welches Auto hättest du noch gerne? Welches Auto? Ich wüsste viele Autos noch, die ich gerne hätte. Viele. Ganz also, grob eins. Hä? Ganz grob eins. Was für eine ganz grob eins? Du hast ein Auto. Also ganz grob. Ich hätte gerne noch einen Wartburg 311. Und dann Wartburg 353, dann haben wir immer die Zweitaktergeschichte zu haben. Das hätte ich noch gerne. Also bei den Amis haben wir schon der Caprice ein, da hätte ich noch Bock drauf. Und der Caprice Limo, weißt du? Mhm. Oder eine eigene Stretch-Limo, war auch der Hammer. Stretch-Limo. Nee, wäre schwer darzustellen, das stimmt. Aber wäre doch voll geil, Hochzeiten zu fahren mit der Stretch-Limo. Weißt du, dass der Wagen läuft, als wäre er neu? Hier ist gar nichts am Ruckeln. Bisher bin ich es noch nicht. Merkst du, wie wir ihn ruckeln? Der läuft wie, der fährt wie ein Traum. Der fährt wirklich gut. Ich fühle mich mindestens 40 Jahre älter an dem Auto hier. Mindestens. Bin hier gespannt. Es blinkt auch alles. Heißt, du noch Vollgas. Was hat das Radio? Wahrscheinlich Elvis, oder? Komm. Talk like an Elvis. Ja, dann haben wir GEMA. No Elvis in this place. Aber er sieht nicht die Wurst vom Teller, der ruckelt nicht. Weil der, nur der blaue Temperatursensor, aber das war die billigste Reparatur aller Zeiten. Fensterkuppel finden, da ist sie. Schiebedach, da brauchen wir jetzt nicht. Ich fühle mal auf die Straße, ich glaube, da kann man mehr sehen, oder? Ja. Also bisher läuft die Kiste wirklich schön. Also das wäre ein ziemlich langweiliges Video, weil das ist wie der Wartburg, lief auch einfach so gut, ne? Aber wenn wir keine glühenden Bremsen gehabt hätten, wäre es ein langweiliges Video geworden. Also der Gurkenfaktor war ja höher. Aber guck mal, wie schön leise der ist von dem. Aber ich mein Maul halt jetzt. Das Coole mit den alten Autos ist, kannst du mal zeigen. Was ich cool finde, ist hier, guck mal, das hier ein Knopf. Den hier, zack, da hast du ABS einfach mal ausgeschaltet. Dass wenn du keinen Bock auf ABS hast, machst du einfach ABS aus. Geht eine gelbe Warnlampe an, fertig ist. Und wenn du wieder ABS haben willst, ich muss Mutter neu starten dafür, glaube ich. Nee, dauert ein bisschen, warte. Jetzt er wieder an. An den Senden müssen wir den Geber wieder haben. Ich null erstmal den Kilometerzähler. Das ist gar nicht so gut im Dunkeln. Nee, aber ist trotzdem eine coole Funktion. Hatten damals die Audi 80, Mann, und manche davon auch. Wir sind die, die ABS haben, weil ABS war früher nicht selbstverständlich. Das war 1993 das Auto. Überleben, ich bin 1992 geboren. Da warst du noch nicht mal geplant. Der fährt schön. Ich hab so richtig Feelings. Mein Opa hat damals ein Audi A4 B5 gefahren.
So hier so ein Skrillsgrill, weißt du, so einen speziellen. Aber als 1,6er, ne? Und ja, wie soll ich sagen? Und der Klang vom Motor her fast genauso wie der hier. Und auch der Audi A80 B4, den Jenny fährt, den ich hier besorgt habe. Auch das gleiche. Die fahren immer gut, die Dinger. Ne? Die fahren heute nur ein bisschen langweilig. Ich finde, diese alten Audis fahren langweilig. Also die fahren einfach ganz normal und ruhig. Schon fast zu lang, also unabenteuerlich. Was auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Warum ist das kein Alltagsauto für mich? Das ist schwer. Wirklich schwer. Wahrscheinlich, weil ich immer waschen und pflegen müsste. Das ist so viel Arbeit. Waschen und pflegen ist furchtbar. Und der hat helle Sitze drin. Einfach Sitzheizung mal an. Wir gucken, ob die geht. Pass mal, ich muss mal kurz gucken, ob ich jetzt angemacht habe oder ob ich das wieder ausgedreht habe. Was ist der? Das ist Schippe da. Wo ist denn die Innenlampe? Oh, Innenlampe geht nicht. Oh, Innenlampe geht nicht. Oder Sicherung ist raus. Eins von beiden. Mal gucken, woran das liegt. 5! Alter, mein Popo wird warm. Mein Arsch wird warm, oder? Bin ich mir das gerade ein. Ist das Schiebedach überhaupt? Guck mal, was ist? Guten Nacht, Christian. Oh, hier! Guck dir das an! Sommermodus! Geil! Das geht auf! Alter, ich glaube, behalt den. Das finde ich den cool. Und mein Arsch wird warm. Ich mag Sitzheizung ganz gerne. Da hat keiner meine Gurken, eine Sitzheizung. Geht ein Chat so ab? Ja, reden über 312er oder 311er oder was man sagt. Das. Ach, zum Thema Autos, die ich gerne haben möchte. Also ich hätte gerne 311er. Schönes und Wartburg ist ein geiles Auto, 311er. Wunderschönes Auto. Mein so Opa als Coupé, weißt du? Mein Opa hat einen früher. Ja? Mhm. Schön, du kommst aus Polen. Nee, mein. Vom Vater, der Opa. Ach siehste. Wartburg 311 wäre noch cool. Ich würde, hätte auch gerne, dass du einen UAZ-Jeep. Mm. Kennst du nicht? Doch. Oder so ein GATZ-Jeep, das ist auch ganz cool. Diese mega, mega gurkigen Russengeländewagen. Auch sehr interessant. Sehr cool, wenn ich so überlege. Was gibt's noch? Also wie es im Ostblock, ne? Robo? W50 hätte ich gerne. Ich wollte ein bisschen mehr Hade. Was gibt's noch? Deutsche Autos hätte ich gerne noch einen ganz alten 7er BMW oder einen ganz alten 5er BMW. Die finde ich auch sehr schön. Alte 6er BMWs finde ich sehr, sehr geil. Hm. Vielleicht noch einen Manta, einen normalen Manta. Also, also den frühes Grundmodell. Nur, dass egal, kann ein 1,2er drin sein oder 1,3er oder irgend so ein hier. Oder also irgendwas Kleines. Es geht nur um diese Chromform, die Urform von Manta. Dann als nächstes die CC, die normalen halt. Mhm. Aber den ganz, ganz alten. Jetzt wieder gelbe, der von ja. Chrom sieht ist, echt schick aus. Der hat was, ne? Dann auch als GT wäre auch geil. Ja, genau. Das wäre natürlich der Oberhammer. Du meinst als GSI? GTE. Ach, GTE. GSI gab es da nicht in den 70ern. Erst 80ern. Stimmt, GSI. Hey. Der hat aber noch aufgepasst. Was hätte ich noch gerne? Audi 80 B2 hätte ich gerne als Zweitürer-Variante. Oh, E34, ne? Hm? E34 für den früher. E34, ja, habe ich ja gehabt, bin ich schon mal durch. E34 finde ich gar nicht mal so schockend. Nicht mehr. Was gibt's noch? Audi-mäßig hätte ich gerne mal so ein 5-Zylinder Quattro. Irgendwie so ein hier Typ 81, wie gesagt, so wie der Audi 80 halt. Hm. Echt Bock drauf. Ne? Das ist ein Quattro. Wie rechts für die Form, hatte ich auch ganz gerne. Hast du Interesse an einer Hercules Prima GT? Hercules, Mopeds immer. Ich bin total geil auf Mofas, aber ich habe momentan nicht viel Kohle über, weil ich halt alles in ähnliche Scheiße reingepumpt habe. Und weil ich mit dem K30 richtig nachgerechnet habe, geht dann noch mindestens 1 oder 2000 mal rein. Und wo soll ich diese hernehmen? Ich kann auch nicht mit Geld an mich werfen, leider. Ich hätte unglaublich viel Scheiße gerne. Und Hanna, der hätte ich auch gerne eine Krause, du. Das ist die hier Schreiber als hier, als Zweisitzer. Wie damals hier im Männerkurs einen Roadtrip mitgehabt hat. Hätte ich auch gerne. Ich wüsste noch vier Sachen. Aber tatsächlich vier Sachen aus dem Osten, worauf ich Bock hätte. Tatsächlich, weil die Ostsachen, so ein Robo oder sowas, schockt schon eher. Wie wär's mit einem alten Jaguar? So ein X40 vielleicht, ja. Etwas. Oder einen ganz alten mit V12 drin noch. Ist ja auch nicht schlecht. Mit keiner Ford-Technik. Ja, was gibt's? Siehst du, das war ein schönes Auto. Meine X100 war ein schönes Auto. Der war ein schwarzer Jaguar. Bin ich gerne gefahren. Aber der war halt, der hat mich halt aufgefressen, weil der eine Dreigang-Automatik hatte. Der hat immer hochgedreht.
Mit einer 3,2er Motor mal richtig Durst gehabt. Das hat sich nicht gelohnt. Es hat sich nicht gerechnet, der Mann. Hat nicht behalten. Ein anderweitig war der so ein bisschen. Der war schön von innen, aber viel Kleinkram hat daran nicht funktioniert, hat mich auch gestört. Ne? Wenn du schon eine Kiste mit voller Bude fährst, voller Hütte, dann soll die auch mit funktionieren. Und bei dem hier zum Beispiel würde mich das nicht stören, dass irgendeine Kleinigkeit nicht geht oder sowas, weil der ist halt, der hat halt eh nicht viel drin. Ne? Aber Sitzheizung geht zum Beispiel ganz gut, das merke ich gerade unter meinem Arsch, alter Schwede. Ich hätte nur kein Licht, um die wieder auszumachen. Alter 7er wäre auch geil. Alter 7er, die mit der steilen Front noch dran, ne? Der ganz steilen Front. Die noch hier 86er war, die ganz frühen. Hätte ich auch noch Bock drauf. Also mal sagen, hier ruckelt nichts mehr an dem Auto. Ich würde mal sagen, das haben wir gut hingekriegt. Temperatursensor tauschen waren ungefähr Arbeitsaufwand 30 Sekunden. Ja, wirklich jetzt. Aber hätte auch was anderes sein können. Ne? Der hat früher mal Probleme gehabt. Vom V-Sitzer hat er mal gehabt, da hat er Öl geleckt bis zum geht nicht mehr. Da hat er ganz, ganz viel Geld in diese Ölgeschichte reingesteckt. Wirklich viel Geld reingesteckt. Und hatte dann halt keinen Bock mehr, weil er angefangen mit diesem Ruckeln angefangen hat. Gesagt, oh, schon wieder was Teures, ich gebe ihn weg. Ne? Und dann hat er mich gefragt, Marcel, da habe ich gesagt, okay, klar, warum nicht? Nehme ich gerne. Polski 4 wäre auch geil. Polski 4 wäre cool. Der 126er da. Ich hätte aber, wenn ich ehrlich bin, was ich auch ganz gerne hätte. Da fällt kein Auto links ab. Das muss ein Polizeiauto gewesen sein. Gute Nummern? Nee, der biegt nur ab. Ich glaube, der dreht nicht um. Oder? Auf ich noch Bock hätte, wäre ein Fiat Topolino. Aber normaler, so wie Harry hat, ne? Also so eine Limo. Aber halt viel billiger. Und da würde ich mir gerne so matt-schwarzen Gokolino machen oder so ein Metal-Lino, weißt du, wie so eine Totenkopf auf dem Motorhaube. So ein richtiges Ranzding, da hätte ich voll Bock drauf, Harry zu ärgern. So als guckiges Gegenstück. Das wäre auch cool. Und du kriegst teilweise welche für 2 Scheine, habe ich gesehen im Internet. Aber die fressen dich trotzdem auf. Ich habe auch keine 2 Scheine. Bin ich nicht für so eine Scheiße. Aber hast du die Sachen, das wüsste ich noch, das ist noch cool. Ein Polski, also ein Polski 4 wäre cool. Weißt du, die letzten von dem waren, ne? Aber noch, was gibt's noch, was Cooles? Also, tatsächlich, bei mir ist immer so, ich finde allerwelts Autos geil. Ein Ascona B wäre der Hammer. Der wäre der Oberhammer, Opel-mäßig. Und hier ein C-Kadett war auch cool. Coupé. Ja, da bin ich Coupé ist, glaube ich, ziemlich teuer, ne? Ja klar, ist alles teuer. Ein Zweitürer vielleicht. Oder noch ein Armanta. Armanta ist auch ein schönes Auto. Also Opel-mäßig und so. Mhm. Ja, hat man gemerkt, ne? Der Kanal ist von 0 auf 100 extrem Opel-lastig geworden. Aber ich bin aufgewachsen mit der Scheiße. Topolino als Hot Rod. Das wäre lustig. Oder ein Omega A3000. Senator A wäre auch cool. Oder ein C-Rekord, der funktioniert und nicht so wie meine guckige Witwe. Alter. Buddha bei der Fische, ich bin kein Millionär. Ich werde auch niemals einer sein. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich nicht alle Träume auf dieser Liste erfüllen können. Ich meine, ich kann froh sein, dass ich schon jetzt so viel Scheiß habe. Ich bin 28 Jahre alt. Ich habe schon mehr als genug Scheiße rumstehen. Würde ich mehr als genug Scheiße. Aber dieser Audi hier, ne, ich muss wohl nicht sagen, der gefällt mir echt gut. Ne? Der fährt wirklich schön. Alle Temperatursensor, wie kriegt die Sitzheizung jetzt aus? Ich weiß. Ach so, hier ist ein Anschlag, Endanschlag. Muss der andere Anschlag ja 0 sein. So, bin ich bei 0. Geht die hoffentlich wieder aus. Weil wir haben draußen, glaube ich, irgendwas mit 15 Grad oder so, weil da brauche ich keine Sitzheizung. Ich bin der Erste, der seit Jahren benutzt. Ja, aber was gibt es noch? Was ist bei dir so ein Traumauto noch so in deiner Liste? Dass man noch später bekommen kann oder? Einfach so. Nö, einfach so. Also ich hätte Ami-mäßig noch einiges auf dem Pedo stehen und ich hätte auch hier Porsche-mäßig noch einiges auf dem Plan stehen. Aber was hättest du denn gerne? Ja, auch so gefüllt von jeder Marke, so 1, 2, 3 Dinge. Also ja, das bei Opel auf jeden Fall vieles, ne? Wirst du auch vieles tatsächlich. Ne? Aber was ist jetzt so, weil wenn du jetzt 18 wirst, was wärst du dein erstes Auto? Was man bezahlen kann? Ja, natürlich, halt erstes Auto so halt. Sag mal, dann kostet das bis 1000 Euro oder was hat man für ein erstes Auto? Weiß ich gar nicht. Also ein Audi A4. So normal, ein B5 oder was? Oder B6 wahrscheinlich kann. Ja, das machst du wohl kriegen. Das geht ja jetzt auch schon günstiger. Also ein Golf 4.
Golf 4, ja. Wie sind wir, Polo 86C oder irgendwas? Wenn man die noch bekommt. Ja, auch. Ja, die wirst du auch bekommen. 86C, 2F, die werden in den nächsten 4-5 Jahren nicht teurer werden, nicht viel teurer werden. Glaube ich nicht. Den Hype kriegen die erst später, wenn die alle Haar kriegen. Aber die ganze Modellreihe. Dann kommen die nochmal in den Hype, glaube ich. Der Polo 86 ist auf jeden Fall. Ja. Also ich hatte damals, ich wollte ursprünglich, mein erstes Auto, was ich mal eigentlich holen wollte damals, ich habe damals so ein BMW bekommen von meinem Opa, so ein Schickimicki-Ding. Aber habe ich nie so richtig gefühlt, das Ding. 316er. 316er, Rennmaschine, Alter. Aber Ausstattung des Teufels, ne? War 10 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Also da war ich richtig mit bedient bei dem Ding. Ne? Also da eher von geträumt. Alle waren so neidisch auf mich wie in dem Auto. Und ich wollte eigentlich nur einen Ascona C haben damals. Würde ich nur einen alten Ascona C haben. 1,6er. Den habe ich so gesehen, so mit gerade über den Tuff gebraten beim Händler. Oder halt einen 944er, den fand ich damals, war das ganz cool. Der stand in Berlin, der 945er. Und da habe ich den Typen, ich dann angeschrieben, ich sage, du, ich hätte gerne einen Porsche haben hier, aber ich bin weit weg, wie machen wir das? Dann hat er mir noch auf die Hälfte entgegengefahren. Hammerschlag, schwarzer Porsche 944. Für 1000 Euro damals. Wollte keiner haben, mit dem. Aber der wurde mir damals leider verwehrt. Deswegen kam ich immer auf den 924. Das ist der einzige Grund. Weil ich halt nie Geld für den 44er hatte. Und der jetzige 44er, der jetzt mal in der Halle steht, da hat mein Vater immer so ein bisschen die Hand drauf gehabt, dass ich ihn nicht täglich fahren soll. Wollte er nicht. Will er heute noch nicht. Sonst hätte ich ihn wahrscheinlich schon lange getüffelt und lange mal einen neuen Zahnriemen rausgespatzt oder so. Das ist eine Spezialabkürzung. Aber der Wagen fährt wirklich gut, ne? Ich fährt wie ein Audi. Muss man ein bisschen diese scheiß Gullis hier ausweichen. Das ist eine furchtbare Straße hier. Die Gullis sind meistens so, die reißen die der Ölwanne. Aus Corona reißen die so die Ölwanne ab. Wenn er nicht aufpasst. Was geht im Chat ab? Hm? Es geht so im Chat ab? Noch nicht viel. Nicht viel? Wie nicht viel? Na gut, ist auch nicht viel hier los. Hm. Ist ja auch ein bisschen unspektakulär, dieses Auto. Also es fährt einfach, weißt du? Aber es ist jetzt nicht so, ich sag mal, so wie so ein. Es ist jetzt nicht so diese, ich sag mal jetzt so. Bam, 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 jeden Gang rein und Sound und so. Ne? Es fährt einfach. Es ist halt ein ganz normales Auto. Und das fährt aber nicht mal in der Welt. Ich muss mindestens eine Dröhntüte hinten dran haben oder sowas. Oder so ein Trabant oder sowas. Das ist für so richtigen, für einen gediegenen älteren Herrn oder irgend so ein Hipster. Oder was ist halt noch, das wäre auch was für hier jemand, der wirklich ein vernünftiges Auto sucht. Das für den ist das. Für mich ist das. Guck mal, die Bahnbaustelle, die Bildenshafen. Sind die auch gerade fett dabei hier. Wenn jetzt die Rest runterfährt, dann reißt die Schienenrohr läuft, kommt man zur alten Reichsbahn. E46 war auch geil. E46 ist ein schönes Auto. Hm. Na, nicht vor Facelift, ne? Da hätte ich vorher auch noch Bock drauf, aber dann so als 330 CE. Also 33 Coupé. 33 Coupé. Ja, cool. M3 ist unbezahlbar. Da braucht man gar nicht von träumen, da braucht man gar nicht mit anfangen, das ist einfach unbezahlbar. Oder E36, aber die sind auch teuer. Aber hat er schon gehabt. E36 fährt nochmal als 328 Coupé. Das ist ein gutes Coupé ist. Oder ein 328 Cabriolet. Ne? Aber jetzt nicht so eine Ranzkiste. Wenn ich irgendwas sehen würde, was Substanz hat im Internet und eigenermaßen guten Lack und der ganze Rest runter ist, würde ich ihn vielleicht aus Gurkenkiste kaufen. Und den müssen hier wieder herrichten. Halt noch mein eigenes Narrativ. Gurkenprinzip und nicht so viel Geld ausgeben. Sonst wüsste ich jetzt nichts. Sonst wüsste ich jetzt eigentlich nichts, wenn ich ehrlich bin. So. BMW ist eine geile Marke. Aber so ein Jaguar XJ4 wäre auch schon cool. Diese Alpen, die geilen dafür, diesen eckigen Scheinwerfer. Hm. Finde ich auch nicht schlecht. Im Großen und Ganzen. Kannst du auch nichts zu sagen. Golf 2 auch als Anfang an. Golf 2 ist ein schönes Auto. Aber wir werden auch bestimmt noch später viel teurer. Ich werde noch teurer, klar. Golf 2 will ich mal, Golf 2 hätte ich gerne noch mal hier einen 1,8er RP oder einen GTI. Oder einen Golf 3 hätte ich auch gerne als GTI. Ja, Golf 3 wäre auch geil, aber Golf 3 alles GTI. Rostet. Schönes Auto. Hm. Ja, man heißt der Rost, der muss da drauf achten. Das sind Baujahre, die halt scheiße sind bei den Dingern. Das Pech halt scheiße war. Wenn du ein gutes Auto drauf hast, also so einen schönen schwarzen GTI, so mit diesen roten Applikationen. Wollte ich eigentlich früher immer mal haben. Da waren die auch ziemlich billig tatsächlich. Aber ich habe nicht den richtigen gefunden. Da habe ich einen Golf 2 gefahren. Olivgrün mal, meine Armfarbe. Wie viele Golf 2 gehabt? Das wäre auch cool. Also, ich will mal einen schönen Polo 86C, so wie mein Derby, so ein Polo 2, mit einem runden Scheinwerfern und dann als Coupé. Das wäre vielleicht auch nochmal was. Aber dann schön mit Fahrwerk und so was.
wie Marco sein hatte, sein erstes Auto. Nicht so hart aufgetunt, aber so in der Richtung. Hm. Können wir auch vorstellen, dass der auch gut shoppen würde. Auch was Schönes wäre. Und schön Käfermöhne haben. Käfer auf jeden Fall. Käfer ist eine der nächsten Sachen, deswegen versuche ich ja verdammt irgendwie einen Tausch abzuluxen. Ich habe verdammt zuerst diesen Audi angeboten, den Tausch gegen den grünen Käfer. Hätte auch fast gemacht. Fast. Man muss fast. Leider. Jetzt hätte ich noch die Farbe umsetzen können, oder lief grün. Ja, da hat mein Vater nämlich von unserem hier Opa Kurt nämlich ein Renault-Geschenk gekriegt. Dann war leider vorbei. Ja, nicht Geschenk gekriegt von meiner Schwester, von Opa Kurt. Das ist so ein hier, hatte ich auch gesehen, wahrscheinlich, Renault Megane, erste Baureihe. Jo. Aber in ziemlich guten Zustand und ziemlich langweilige Kiste. Das wird der hier, ist halt ziemlich langweilig. Aber mein Vater konnte ich mir den gut vorstellen, aber anderweitig ist der Wagen zu schade für meinen Vater. Sagt er selber auch, der rockt den auch nur runter. Und für, guck mal, ein Auto, mit dem man diese Bahnschienen-Dings fahren kann, ohne dass du einen Anfall kriegst. Und mit einem Skoda wäre jetzt die Zähne aufgeschlagen und krumm. Der Vater kann doch nur auf deine Autos. Nee, sagst du. Ganz im Gegenteil. Nee, hab ich gelesen. Das ist, sagt er da, ja. Aber mein Vater lobt nur bei mir nach Autos. Aber der hat jetzt halt die Kiste von Dingsen. Den Volvo will er jetzt auch noch behalten. Den will ich ja auch gerade austreiben. Deshalb komm, lass mich den Volvo verkaufen, den Export. Da kriegst du das Geld wieder, was du bezahlt hast und gut ist das. Das Thema Volvo ist gegessen. Aber gut, mit dem Volvo doch extrem beschissen. Wurde ich beschissen. Die ganze Rattenschwanz dahinter her, dass da so viel Scheiß passiert, den ihr gar nicht wisst aus den Videos. Wirklich nicht. Dass da so viel Scheiß dahinter gewesen. So viel Streit und so viel Getüdel und plötzlich kamen irgendwelche Forderungen und. Naja, egal. Ich denke mal, jetzt ist da Funkstille in der Hinsicht. Wenn nicht, gehe ich gleich mit dem Anwalt drauf. Weil das ist total scheiße. Der Volvo hat Ärger gemacht. Bis zum Ende. Komplett. Mehr Ärger als dieser Volvo kann man gar nicht machen. Fünfst du die Stunde dunkle Dingsen oder? Ja, ein bisschen Straße verdecken, ne? Wieso? Adresse. Ja, wieso? Wir machen das jetzt eben auf da in der Ecke. Ach so. Wir zeigen ja nicht, wo du wohnst. Gottes Willen! Also wir zeigen, wo du wohnst. So doof bin ich auch nicht. Muss ja nicht jeder wissen, dass du in der Bismarckstraße 118 wohnst. Nein, wohnt er nicht, keine Sorge. Oh, der hat so ein Lederlenkrad, finde ich gerade. Der hat ein Lederlenkrad. Aber keine E-Fenster. Aber Lederlenkrad. Hier, alte Hut, Jungs. Steinbock. Da hinten ist der Kanalweg. Sagt die Uhr, der hat eine Uhr drin, oder? Der hat auch keine Uhr drin. Der hat sagt. Hä? 22 Uhr 36. Ja, scheiße, schau, das hätten wir hinten mal eben einen kleinen Schlenker beim Kanalweg lang gemacht. Das schafft er nicht mehr. 23 Uhr werde ich zu Hause sein. So wie ich Tine kenne, die eine Stoppuhr zu Hause sitzt. Bist du da? Ach, willst du machen. Na gut, Jungs, wir sind jetzt in der Innenstadt. Gleich ist Justin weg. Ne, der wohnt hier ein ganzes Stück die Straße runter. Auf jeden Fall hier, dann habe ich einen Kamerahalter mehr. Dafür würde ich sagen, beenden wir jetzt den Stream, damit wir das hier sauber erkannt haben. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich habt ihr ein bisschen Spaß gehabt bei diesen Zwischenstreamen hier. Ich habe versucht, es so gut wie möglich, also wie gut wie es geht, möglich zu machen, dass wir jetzt hier sind und ein bisschen was machen. Hoffentlich habt ihr Spaß gehabt. Haut nochmal einen Daumen rein oder was weiß ich, was für eine Scheiße, ihr kennt den Kram. Dann bis zum nächsten Mal. Ne? Ich fange erstmal rechts ran, damit ich den Stream beenden kann. Zack, so. Erledigt, so. Gut, Jungs. Und Mädels und allen drum und dran. Ich würde mal sagen, ne, an Jens und hier Tobi bis Freitag. Und ihr bis dann, ne, nicht ärgern lassen. Bis zum nächsten Mal. Nicht ärgern lassen. Und Fahrrad und immer auch nicht ärgern lassen. Ciao.